Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht um ein Unboxing mit euch. Ich habe Düfte bestellt, Freunde. Meine neuen Errungenschaften. Und wie üblich teile ich das mit euch. Ich habe beim 24H SE bestellt. Ich glaube das erste Mal, oder? Oder ich glaube irgendwie, es kann schon sein, dass ich vor langer, langer Zeit schon mal was bestellt habe. Das ist so lang her. Damit fange ich jetzt zuerst an, weil es kein Unboxing ist. Ich habe schon ausgepackt, einen Duft mir gekauft bei Tiki Max. Ist aber kein Duft für jede Frau. Das ist ein Duft von Diane Brill. Bei vielen Beauty-Bloggern oder Beauty-YouTuber ist Diane Brill bekannt. Das ist eigentlich eine Make-up-Marke und hat einen Duft rausgebracht. Und ich war beim Chicken Max mit meiner Cousine beim Schlendern. Und sie hat mich über Wochenende besucht. Wir haben uns halt einen schönen Tag gemacht und ich habe mir das natürlich mitnehmen müssen. Das ist ein Duft, der stark auf Feige basiert. Sehr, sehr schwerer Duft ist. Man riecht Feige. Honigduft. Es macht einen so große Schlenker, Duftverlaufschlenker. Wenn du Interesse hast und den Duft mal schon entdeckt hast und ich kann dir wirklich empfehlen, wenn du es bei Chicken Max entdeckst. Es ist ein toller halt, toller Duft, aber halt kein normaler Duft, den man sich kaufen würde. Jetzt geht's zu meinen Düften. Ich pack's schnell aus, mein Päckchen, und die Verpackung mache ich auch weg, weil das knistert zu sehr und jedes Mal, wenn ich das mache, bekomme ich Kommentare oder Minuspunkte oder Minusdolchen und deswegen packe ich das jetzt einfach aus ohne euch. Jetzt erzähle ich euch mal, was ich gekauft habe. Ich möchte schon seit längerer Zeit Judith Williams Düfte. Das war in meiner Wunschliste 2017, glaube ich, auf 2018. Ich füge das Video mal ein. Ich erfülle mir so ein paar Düfte schon aus diesem Video. Und jetzt geht's mit Judith Williams. Das ist mir wieder mal eingefallen, weil Judith Williams wieder so aktuell ist. Ich möchte mir auch die Sachen, die in der Drogerie sind, anschauen. Das ist eher so gezielt auf bisschen reifere Personen, so wie ich, wie ihr vielleicht. Ich glaube, ich habe so ein paar reife Frauen. Ja, dann gehen wir weiter. Ich habe für die Düfte insgesamt 50 Euro, näher 51 Euro circa mit Porto. Porto ist 5,95 Euro. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe es mit PayPal bezahlt. Das ging ganz, ganz geschwind. Ich möchte euch die Düfte einfach mal zeigen. Wir gehen die beide durch. Ich kenne die selber noch nicht. Ich habe damals gesagt, alle Judith Williams Düfte, sie sucht sich die exklusiven Parfümeure aus. Ich fange mit Pierre Bourdon Duft an. Der hat Meisterstücke, also wirklich Meisterstücke kreiert. Ich verlinke euch auch noch ein Video, wo ich über Parfümeure rede. Parfümeure, die Marke ist manchmal auch schlaggebend, weil sie eine Linie haben und die wollen halt eine bestimmte Linie, einen bestimmten Image behalten. Aber die Parfümeure, die sind die Meisterstücke. Die Düfte werden tausendmal getestet, bis der Endnehmer das dann abwilligt. Aber die Handschrift ist der Parfümeur, der Siegel.
Und da ich Pierre Bourdon, alle seine Düfte liebe, die ich kenne, natürlich kenne ich alle Düfte, das wäre jetzt von mir nicht richtig, das zu behaupten. Und dann habe ich bei Judith Williams Parfum Deluxe, die mag, also die Serie ist ja wirklich toll. Ich sag auch warum. Ich bin heute ein Labertäschchen. Orient Mandarin. Ich liebe Mandarine, Orient ist für mich ein bisschen schwer. Die Duftkomposition hat mir gefallen. Was habe ich denn noch im Kopf? Nichts. Gar nichts. Jetzt sprühen wir das gemeinsam, Freunde. Die Flasche erinnert mich so sehr an Annick Gortal Fläschchen. Und das ist auch hochwertig, Freunde. Die Verpackung ist hochwertig. Hier, das ist Plastik oder das ist so ein Plastik. Jetzt guck mal, der Sprüher. Vor eineinhalb Jahren, wo ich mir das in meine Wunschliste gestellt habe, waren die teurer. Ich habe auch zugeschlagen, weil sie im Sale sind. Für Mandarin, Orient Mandarin 100 ml habe ich 25 Euro bezahlt. Orientalisch, jetzt, ich rede den ersten 2-3 Minuten, das ist keine Gewähr, das kann sich jetzt innerhalb 15 Minuten sowas von verändern. Für ein Orang, oh ja gut, ich rieche die Basisnote, das ist Vanille und ich glaube, der hat auch viel Tonka. Ich habe keinen einzigen Duft auswendig im Kopf, aber die Vanille rieche ich sehr deutlich. Ich rieche auch so eine pfirsich-fruchtige Note, aber Mandarine, da müsste ich... Also die Kopfnote, die ist sehr, sehr... Das geht gleich in die Herznote, finde ich. Gefällt mir. Jetzt warten wir mal ein paar Minuten ab. Jetzt gehen wir auf den zweiten Duft. Auf den freue ich mich wirklich sehr. Der hat mir jetzt 19,90 gekostet. Heißt Passion. Ich liebe Passion. Ich habe auch Parfüm Passion. Oder Parfüm. Ist von Frederic Haldimann. Der macht nicht so viele Parfüms, glaube ich. Also so viel kenne ich von dem überhaupt nicht. Wenn Judith Williams ihm vertraut, dann vertrauen wir ihm auch. Der Duft ist auch so beschrieben worden. Leidenschaft, Romantik und Verführung. Eine Einladung auf eine Reise der Sinne mit einem duftenden Juwel. Ah, sehr schön. Beautiful Fragrance. XO Judith und Frederic. Ah, schön. Das gefällt mir wirklich. Verpackung ist okay. Da sind auch Liebesbriefe drin. Warte mal, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. 12% Parfümanteil. Das ist gut. Ja. Ja, gut. Die Lagerung wird erwähnt. Sorgfältig erwähnte Duftnoten. Ja gut, das erwarte ich auch von einem Parfüm. Auch von einem Dupe Parfüm, dass da gute Inhaltsstoffe sind. Bei Eclat seid ihr immer gut aufgehoben, wenn ihr Dupe... Also ich quatsch immer dazwischen, das wisst ihr. Ja gut, rauschte Sinne. Jetzt schauen wir mal, ob ich bei rauschte Sinne komme. Wieder gleiche Flakon. Ich liebe die Flakons. Also ich gehe nie auf die Verpackung Package ein, aber bei den... Ich liebe Annick Gortal, das wisst ihr, oder wenn nicht, dann schaut ihr dieses Video, da wollte ich ja Gedichte wegen einem Duft schon schreiben. Sehnsucht habe ich dieses Video genannt. ja, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir da. Okay, ja, da ist kein Alkoholstart, nee, nee. Ich habe es auf die Hände bekommen. Freunde, das ist ein toller, toller Alltagsduft. Wenn man sauber, frisch, blumig riechen möchte, so ein Video habe ich schon abgedreht, meine Top 5 Berufsdüfte. Und der geht so richtig, richtig in diese Richtung.
da sind so ein paar fruchtige Noten, aber die kommen innerhalb ein paar Sekunden und dann sind sie wieder weg. Das ist sogar ein guter Duft, Freunde. Meistens ist es so, dass man von den Kopfnoten immer gefangen wird und dann sich irgendwann entwickelt mit der Zeit. Für Parfümanfänger ist es ja immer so, man macht ja immer so viele Fehler, weil man immer denkt, es bleibt so. Aber nein, es geht in so eine tolle, tolle Sandelholz. Aber Sandelholz, sauber, elegant, frisch, toll. Also mir gefällt es. Es ist nicht aufdringlich, überhaupt nicht. Beide nicht, auch nicht der Oriental. Jetzt gehen wir nochmal zum Oriental. Oriental hat so einen leicht medizinischen Sirup-Touch. Finde ich gar nicht schlecht. Manchmal mag ich das. Auf der Haut wird der wirklich gut riechen, denke ich. Beide Düfte, wenn ihr Blindkäufe tätigt, wartet mal ein bisschen ab. Ich möchte die Düfte vorstellen. Ich möchte noch die Haltbarkeit mir noch anschauen, den Duftverlauf, vielleicht entdecke ich noch was. Aber ich kann beide Düfte, würde ich jetzt die ersten paar Minuten als schon, die halten schon ihre 8-9 Stunden, denke ich. Bestimmt. Finde ich sehr schön. Beide Düfte als Eau de Parfum. Ich liebe die Verpackung. Ja, ich habe aber so zurzeit ein Beuteschema. Ihr seht, alle drei haben so eine ähnliche sehr, sehr feminine Barockart. Könnt ihr das sehen, bevor ich es runterfallen lasse? Diane Brill. Es erinnert mich so leicht an von Replica Lipstick. Aber in der grünen Richtung. Und die zwei muss ich nochmal überlegen, in welche Richtung ihr geht, ihr Schmuckstücke. Ich werde sie auch tragen, Freunde. Und dann machen wir eine längere Geschichte draus. So, Freunde, das war mein Haul. Ich habe mir was gegönnt. Dupe-Verbot ist aufgehoben, Freunde. Aber ich möchte mir keine Dupes kaufen zurzeit. Schreibt's liebend gerne unten in den Kommentaren, ob ihr irgendwelche Dupes habt, die richtig gut sind. Weil ich will jetzt überhaupt nicht mehr die Dupes-Seiten aufmachen, weil ich habe mir zurzeit sehr viel Mode, also Fashion, Klamotten bestellt, weil ich echt nicht mehr in meine Hosen reinpasse. Und das ist eine längere Geschichte. Ich habe innerhalb kürzester Zeit so Gewicht zugelegt. Einerseits ist es so traurig. Andererseits ist es so, das ist auch kein Wunder. Ja. Ich weiß auch warum, wieso, weshalb. Ja, ich hatte so ein paar Cortison-Behandlungen, da mache ich gar keinen richtigen Sport mehr. Und in einem bestimmten Alter, Frauen wissen das, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Plus-Size-Mode, vielleicht interessiert es euch, weil ich würde so gern euch die Mode zeigen, weil ich habe so schöne Sachen bestellt. Schreibt auch einfach rein, ob es euch interessiert. Wenn es euch interessiert, werde ich es abdrehe, hier irgendwo verlinken. Aber ich würde auch gern hören, ob ihr es sehen wollt. Ich rede jetzt ein bisschen noch, wenn noch jemand da bleiben möchte. Ich bin ja zurzeit Beruf plus Weiterbildung, Schule, Lernen, wenn ich euch zeigen könnte. Mein Ordner, ich habe vier solche Ordner, wo ich eigentlich jetzt momentan lernen sollte, statt ein Video zu drehen oder überhaupt ein Video zu bearbeiten, weil die Prüfung ist Ende Mai. Datum weiß ich gar nicht, weil ich mir das so gar nicht mehr so richtig hinschaue, weil ich gar kein Blatt aufgemacht habe und gelernt habe, Freunde. Und eigentlich sollte ich lernen. Gut, das hake ich ab. Ich lerne nicht. Ich habe noch nicht gelernt. Ich habe erstmal den Unterricht intus. Aber ich möchte euch ja auch da haben und ich will ja auch ein bisschen mit euch in Kontakt bleiben und habe halt so Videos abgedreht, wo jetzt nicht so aufwendig sind. Zum Beispiel Haul kann ich mit euch sitzen und euch das erzählen und so. Viele Abonnenten sind mir abgesprungen.
Soll ich das so nennen? Kann man das so nennen? Absprechen? Oder okay, ich bin nicht in ihrem Interessenkreis, deswegen haben sie mir die Freundschaft gekündigt. Ja, ja. Ja, aber das ist halt kein Absicht, Freunde. Ich möchte natürlich über Düfte reden, aber manchmal mache ich auch Content, nur damit ich einen Content habe mit euch. Ja, das mache ich nicht, weil ich nicht euch Parfüm vorstellen will, aber ich habe ja auch andere Interessen und ich werde weiter so handeln. Alle Düfte, die ich euch vorstelle, möchte ich auch ein bisschen zeitmäßig auch testen und ich möchte auch nicht irgendwas erzählen, sondern auch ein bisschen recherchieren. Also es ist schon aufwendiger für mich, Parfümvideos zu drehen, als mich hinzuhocken und über was zu reden. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich hoffe es sehr. Ich liebe euch alle. Alle meine Abonnenten, die ich sehe, schreibtechnisch, alle anderen, müsst ihr schreiben, damit ich euch sehe. Anders geht's gar nicht. Das ist so schade. Ich sehe natürlich in der Abo-Box meine ganzen Zuschauer, aber wisst ihr, ich weiß ja in dem Moment nicht, ob ihr zuschaut. Also ich sehe das nur durch eure Kommunikation mit mir. Lerne ich euch kennen, so sieht's aus. Ich habe wieder mal so lang getratscht, muss auch sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es geht jetzt noch mit einem Video weiter, weil ich ein bisschen Zeit habe. Statt zu lernen, drehe ich Videos. Ja, das darf mein Lehrer nicht hören. Ja gut, ich bedanke mich und sag euch wunderschöne Tage, Wochen, Monate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.